Champions League auf TV Berlin. Die Wasserfreunde Spandau 04 treffen auf das katalanische bzw. spanische Team. Und neben mir sitzt wie immer Hagen Stamm, seines Zeichens Bundestrainer und auch Präsident der Wasserfreunde Spandau. Kurz gesagt, Mr. Wasserball. Schön, Hagen, dass du wieder mit von der Partie bist. Sehr gerne. Wasserfreunde aus Spandau mit den schwarzen Badekappen von rechts nach links. Beide Mannschaften stehen ein Stück weit unter Druck, weil beide ihre Auftaktpartie verloren haben. Die Gäste aus Spanien mit 5:16 gegen den Vorjahressieger. Damit ist das kurz geklärt, was wir in Vorzeichen haben. Beide Mannschaften müssten gewinnen. Die Wasserfreunde haben einen, ich würde sagen, soliden Start in die Saison hingelegt in der Bundesliga. Niederlagenfrei. Beim Supercup gab es ein kleines Problem, den hat man nicht gewonnen. Champions League Auftaktpartie auch nicht. Hagen, wie bewertest du euren Start in die Saison? Naja, wir haben sehr schwere Bedingungen gehabt, weil wir sehr glücklich sind, dass es in Deutschland Bundeswehrstellen gibt. Und wir sagen da auch immer wieder Danke dafür. Aber ein Nachteil ist bei den Bundeswehrstellen, da gibt es einen Konterfoul jetzt glücklicherweise für Spandau und gleich eine Rausstellung. Die holt Marco Stamm sehr schön. Damit Spandau in der Überzahl. Also wir haben ein Problem, dass nämlich potenzielle Bundeswehrsoldaten 6 Wochen Grundwehrdienst machen müssen. Und da waren 2 von uns jetzt im Grundwehrdienst und haben natürlich sehr begrenzt nur trainieren können. Und wir haben bei Matteo Tschuk und auch bei Maurice Jüngling leider ein Problem mit Operationsnachwehen, sodass die Mannschaft nicht komplett war. Alles. Gibt die Führung für die Wasserfreunde aus Spandau. Gedankenschnell den Rebound ins Tor verwandelt, nachdem es vorher einen Lattentreffer gegeben hat. Ein Beginn nach Maß würde man sagen. Spandau jetzt in Unterzahl, Lukas Gielen an der Konzessionsentscheidung mit der Rausstellung. Eigentlich hat er beide Hände draußen, aber okay, damit die Chance für die Spanier. Die den Ausgleich markieren. Den spielen sie sehr lange aus, sehr gut aus. Und dann der Pass auf die erste Reihe, auf die Nummer 7. Sieht es jetzt in der Zeitlupe nochmal wunderbar. Da ist der 7er vorne in der ersten Reihe völlig frei. Und da hat Baxa natürlich aus 2 Metern wenig Chancen. Gonzalo López Escribano heißt der junge Mann, der dieses 1:1 jetzt da gemacht hat. Bisher beide Mannschaften mit ihrem Überzahlspiel erfolgreich. Beide hatten eine Überzahl. Da muss der Spieler für 20 Sekunden das Wasser verlassen, für die, die dann nicht Bescheid wissen. Jetzt Matteo Tschuk in der Mannschaft im Center. Mit der Nummer 4 bei Spandau. Nikola Dedovic, Tibi Negrean. Und noch 7 Sekunden Angriffszeit. Wurf musste kommen. Er musste kommen, aber er kommt halb hoch und damit für einen Torwart relativ leicht zu halten. Wenn er aufsetzt oder wenn er hoch in die Ecke geht, ist es wesentlich schwieriger. Und die Spanier sind relativ flott vorne, bringt ihn allerdings nicht. Ja, das war ein sehr guter Konter jetzt, muss man ehrlich sagen, wo es vielleicht auch 2:1 hätte stehen können. Also da muss Spandau den Rückwärtsgang schneller einschalten, um da nicht einen Schreck zu kriegen und dann jetzt vielleicht in Rückstand zu gehen. Die Chance war sehr gut, die hätte er einmachen können, aber schießt am Tor vorbei. Rémi Saudadier mit der 2 versucht sich da durchzutanken. Das hätte eigentlich ein Tor verdient gehabt. Ja, sehr schöner Lob von Matteo Tschuk. Matteo Tschuk war einer von den beiden, die frisch operiert jetzt hier eigentlich noch spielen an der Schulter.
an der rechten Schulter. Für einen Rechtshänder natürlich auch eine sehr schwierige Situation. Vielleicht fehlt ihm da jetzt dieses kleine Quäntchen. Dann noch Coolness, dass dieser Bogenball nicht an die Latte geht, sondern reingeht. Aber es waren sehr schöne Aktionen und sehr schön na Pass vorher auch von Nikola Dedovic. Den Verein Kräften abgewehrt. Ja, schade, Ben Reibel, einer der Neuzugänge, sehr junger Mann, kommt aus Uerding, von Bayer Uerding, ein potenzieller Nationalspieler für die Zukunft. Da darf er den Ball nicht mehr zurücklegen, sondern muss den Ball vorm Kopf lassen und dann versuchen, da einen Torschuss zu machen. Also die Spanier sind im Angriff in der Kontersituation sehr gefährlich. Und da haben wir auch wieder Glück, dass der Ball ein bisschen abgefälscht wird. Auf jeden Fall sind sie recht schnell. Ja, sehr schnell und sehr kontergefährlich. Ne? Jetzt ist aber spannender Überzahl. Nur der Ball muss natürlich auch mit da sein. Schöner Pass auf Matteo Cech. Der ist nicht so schlecht. Ja, ich würde mal sagen, 80% des Tores gehört Laszlo Baksa. Er hatte so ein bisschen was von Manuel Neuer, muss man sagen. Er wartet recht lange. Kurzes Katz-und-Maus-Spiel mit dem Torhüter, aber dann doch sehr souverän verwandelt zur 2:1-Führung. Ja, das war psychologisch wichtig. Also für mich war es jetzt eher so Silvio Heinevetter. Wunderbarer Pass beim Handball vorne auf den durchbrechenden Handballer und dann vorne direkt das Tor. Also so ähnlich war es jetzt auch. Und die Spanier haben den Fehler gemacht, Matteo Cech völlig alleine zu lassen. Eigentlich müssen sie hinten dicht machen und müssen lieber die Außen freilassen. Ich glaube, man sagt dann, Matteo Cech hat richtig antizipiert. Das ist auch schwer für so einen Torwart dann, wenn der Stürmer so viel Zeit hat. Spannender Spiel, Press, Mann gegen Mann, sehr schön. Und 2:1 vorne durch. Marin Restovic und auf der anderen Seite Tiberio Negrean. Das muss das 3:1 sein. Es ist das 3:1. Zweite Assist für Laszlo Baksa. Nicht so schlecht. 3:1. Ja, und zwei Konter, wo man sagen muss, von der Schnelligkeit sehen die Spanier hier sehr gut im Konter aus. Aber Spandau macht jetzt genau das Richtige, kontert selber. Und nutzt dann auch die Chance alleine vom Tor. Das ist, wie gesagt, für den Torwart sehr schwer, weil der Angreifer noch mal tentieren kann, sich zur Seite bewegen kann. Spandau spielt sehr eng Press und Center von vorne. Remy Sautadier in der Center-Verteidigung gegen den Nummer 10. Interessanter Spieler, wie gesagt, Peking-Teilnehmer. Da hat er die Chance, hat er verschlafen, hätte ein Tor machen können. Er ist im Übrigen gebürtiger Kubaner, das ist in Spanien üblich, da sind sehr viele, die eigentlich aus Kuba kommen und dann in Spanien Wasserball spielen. Da gab es diesen berühmten Ivan Perez, der Hand hatte wie ein Klodeckel. Da sah immer der Ball aus wie ein Schrumpfkopf. Jetzt Timeout. Ja, da eine gute Chance eigentlich für die Spandauer Nummer 12, Stefan Plesivac, der aber da dann gegen den Verteidiger schießt. Wir nutzen kurz die Auszeit, um nochmal im Schnelldurchgang die Neuzugänge durchzugehen bei euch. Ja, neu ist Tiberio Negrean, rumänischer Nationalspieler und ich glaube internationaler Superstar, einer der Top-Rumänen in der rumänischen Nationalmannschaft, hat schon in vielen Ländern gespielt und ist für mich der spektakulärste Neuzugang, den wir jetzt in diesem Jahr haben. Dann Dennis Strelecki von Potsdam, da ist schon länger eine, er ist ursprünglicher Düsseldorfer, länger eine Vereinbarung, dass er 2 Jahre bei Potsdam sein Abitur baut und dann zu Spandau wechselt. Das ist eine sehr gute Konstellation, der jetzt gekommen ist. Ben Reibel aus Bayer Uerding, habe ich vorhin schon gesagt, deutsches Nachwuchstalent und Nationalspieler. Stefan Plesivac aus Montenegro, zweiter Center der Spandauer und Mihaili Petafi, der
zweite Torwart. Bleibt aggressiv in der Deckung. Jetzt spielt Spandau mit zwei Centern vorne. Ah, das wird eng. Jetzt bin ich gespannt. Das Tor zählt. Weil eigentlich war er drin. Ja, weil die Regel ist die folgende: In dem Moment, wo der Ball die Hand des Schützen verlässt, wenn da noch Spielzeit drauf war, dann zählt das Tor. Und das war der Fall. Das war der Fall. Also bevor der Ball die Hand verlässt. 4:1 für die Wasserfreunde aus Spandau gegen das spanische bzw. katalonische Team Sabadell. Wir gehen ganz kurz in die Pause und sehen und hören uns dann gleich wieder. Wir sind zurück, Wasserball Champions League auf TV Berlin. Die Wasserfreunde aus Spandau führen gegen Club Natasto Sabadell mit 4:1. Zwei wunderschöne Vorlagen von Laszlo Baxa haben wir gesehen. Das Anschwimmen hat Spandau unterdessen auch gewonnen. Und noch ein ganz, ganz schnelles Tor kurz vor Beendigung des ersten Spielviertels haben wir auch gesehen. Kann man eigentlich sagen, war schon eine Menge drin. Mal gucken, was jetzt passiert. Es folgt das fünfte Spandauer Tor und man muss sagen, das ist jetzt mittlerweile ein Start in so ein Spiel, wie man den sehr, sehr gerne hat. Ja, Matteo Tschuk in der Center-Position, sehr schön gedreht, ist eigentlich sehr weit vom Tor noch weg, auf 4 Meter. Und dreht sich da, kriegt ein Anspiel, wie man jetzt sieht, wunderbar. Behält den Ball in der Hand, dreht sich und unterm Arm durch die Hosenträger des Torwarts. Der spanische Trainer Gomez, gegen den ich selber noch gespielt habe, der im Übrigen Olympiasieger mit Spanien 1996 geworden ist, hat sich das ganze Viertel eigentlich mehr darauf konzentriert, sich über das letzte Tor zu ärgern, weil er meinte, die Spielzeit war abgelaufen, als seiner Mannschaft neue taktische Anweisungen zu geben. Der konnte sich gar nicht beruhigen und hat den Schiedsrichtern jetzt noch mal erklärt, dass es kein Tor war. Aber Tatsachenentscheidung. Und danach ist ja auch schon das nächste Tor gefallen. Richtig, und gleich danach dann wahrscheinlich als Bestrafung für sein langes Hadern. Dann jetzt das 5:1. Jetzt sieht es natürlich sehr gut aus. Jetzt muss Spandau aber weitermachen. Jetzt war diese Phase so Anfang des zweiten Viertels, wo sie in Herzog Novi einfach aufgehört haben zu spielen. Und jetzt muss es weitergehen. Wer hat denn mehr Spiele von euch gewonnen damals? Wir waren besser als die Spanier. Ja? Also wir haben, er ist 8 Jahre jünger, er sieht auch nicht unbedingt sehr jung aus mehr, aber er ist 8 Jahre jünger. Er hat danach dann große sportliche Erfolge gefeiert, als ich aufgehört habe. Aber ja, Verteidiger war mit dran, sehr gut. In unserer Zeit war Spanien einmal Olympia-Vierter, als wir Bronze gewonnen haben, 1984 bei Olympia. Und da kann er nicht anders als die Rausstellung geben. Und jetzt schnell, er ist Überzahl. Schade, das hätte ein ganz schnelles Tor werden können, wenn man den Pass schneller gespielt hätte. Er war eigentlich vor, 3-2 hätte es einen Konter geben können. Viel leichter als jetzt mit der Überzahl. Da ist es nur der Pfosten. Ja, Marco Stamm jetzt mit der Nummer 9, das schade. Aufsetzer an den Pfosten. Das wäre natürlich mit 6:1 jetzt ein wichtiges Tor geworden. Stürmerfoul für die Nummer 10. Der ist da vorne in Kanten. Ja, der geboren in Kuba.
kein Freund von Traurigkeit. Dedovic, Dennis Strelecki, ganz junger Bursche, 19 Jahre alt. Eins der großen Talente Deutschlands. Der war mal richtig schön. Das war mal ein Strich. Da passte nichts mehr zwischen Ball und Querlatte. Ich habe wahrscheinlich gehört, dass ich ihn gelobt habe. Ja, macht er sehr schön. Direkt kurze Aufziehbewegung und zack, direkt wunderbar in die Ecke. Sieht man in der Zeitlupe. Ja, wenn das mal immer so klappen würde. Ja, ganz ehrlich, ich muss sagen, es ist ein wunderschöner Start, aber man darf nicht denken, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Es ist heute meiner Meinung nach das Endspiel in dieser Champions League, das erste, was Spandau hat, denn es muss einen Sieg geben gegen Sabadell. Weil wenn man gegen Sabadell heute nicht gewinnt, dann kann man den heimlichen Traum, Teilnahme am Final Eight, für diese Teilnahme muss man Vierter werden, dann kann man das eigentlich abhaken. Das muss heute 3 Punkte geben. Da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Marin Rastovic den Ball nochmal in die zweite Reihe. Luke Gielen steht da mit einem wesentlich besseren Winkel. Aber der Spanier schwimmt am Ball vorbei, der Deutsche auch. Aber jetzt Maurice Jüngling. Marin Rastovic mit blankem Haupt, die Kappe weg. Schade, da muss Stefan Blesiewicz noch mal nachsetzen. Er hat den Ball eigentlich vor sich liegen, hat den besseren Winkel zum Tor. Schade. Immer noch ohne Badekappe. Ja, sehr schön verteidigt von Luke Gielen. Theo Tschuk wieder in der Center-Position, da hinten Tiberio Negrean, Nikola Dedovic. Noch 6 Sekunden Angriffszeit. Da muss der Abschluss kommen. Also ganz wissen sie nicht, was sie machen wollen. Naja, sie sind ein bisschen von der Rolle jetzt, die Spanier. Das muss man ausnutzen. Noch 9 Sekunden Angriffszeit, da muss jetzt, glaube ich, der Abschluss kommen. Wesentlich später Ball geht gegen Pfosten. Ja. Schade, bin nicht sicher, ob der Torwart ihn gehalten hätte. Ja, der ist ein schöner Aufsetzer, der prallt dann vom Pfosten ihm noch fast gegen den Hinterkopf. Haben sie sich eigentlich mal durchkombiniert?
Ja, ich dachte auch, dass er so allein ist und das Tor machen kann. Aber da haben sie sehr schön noch geholfen, beide Spandauer, und hauen ihn von hinten auf die Hand, was erlaubt ist. Maurice Jüngling. Na gut, jetzt schießen sie den spanischen Torwart da stark, weil der war nicht schwer zu halten. Der war in der Mitte vom Tor, über Kopf. Ich glaube, den kann man erwischen, wenn man hochlange Ecke oder wenn man Aufsetzer schießt. Laut, energisch und eindringlich war es gerade in der spanischen Ecke. Ja, dem gefällt natürlich ein Ergebnis 6-1 jetzt hier überhaupt nicht. Der hat gerade nach unserem Ergebnis in Herzogenaurach, wo wir so klar verloren haben, natürlich gehofft, hier jetzt vielleicht was Zählbares mitnehmen zu können in Berlin. Aber bisher machen die Spandauer das souverän. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, die Spanier haben heute kein gutes Zielwasser. Ja, beziehungsweise schaffen es sich nicht wirklich klare Würfe rauszuspielen. Damit ist die erste Halbzeit beschlossen. Klare Führung für die Wasserfreunde. Aus Spandau 6-1 steht es gegen das spanisch-katalonische Team Sabadell. Damit gehen wir in eine kurze Pause und sehen und hören uns dann gleich wieder. Halbzeit Wasserball Champions League. Spandau führt mit 6-1 gegen das spanische Team Sabadell und ist damit drauf und dran, den ersten Sieg dieser Champions League Saison einzufahren. Ein Sieg, der allerdings auch bitter nötig ist, wenn man entsprechend dann zum Final Eight kommen möchte. Die Frage ist jetzt, spielen die Wasserfreunde aus Spandau diese Partie souverän zu Ende? Oder könnte es passieren, was es in der Saison auch schon gegeben hat, dass vielleicht ein kleiner Einbruch kommt? Das hoffen wir natürlich nicht aus Sicht der Wasserfreunde aus Spandau. Und der erste Angriff der Spanier war jetzt wieder einmal nicht zielführend. Nur ein Gegentreffer in einer Halbzeit ist für eine Champions-League-Saison auch nicht so schlecht, beziehungsweise für eine Champions-League-Partie. Und jetzt sind die Wasserfreunde aus Spandau mit den schwarzen Kappen von links nach rechts in der Position, den siebten Treffer erzielen zu können. Stefan Plesivat schult da vorne im Center eine Rausstellung. Damit Spandau jetzt in der Überzahl. Ben Reibel da außen. Marin Restovic an der Seite, der Linkshänder. Schade, hat Ben Reibel Pech. Hat ja zweimal Pech. Beim Anschwimmen ist er eigentlich schneller, holt den Ball, aber dann setzt er nicht energisch genug nach.
Und jetzt bei der Überzahl hat er eigentlich gut geschossen, Aufsetzer. Aber hat da Pech, dass er nicht reingeht. Schöner Block. Alles allerdings zurück in den spanischen Reihen. Ja, und damit leider neue Angriffszeit. War ganz interessant heute. Wir hatten ja Official Lunch mit den Spaniern und wir haben natürlich alle die Frage gestellt, was ist jetzt mit Katalonien, wie ist die Situation? Und die sagen selber von sich, naja, die Befürworter schreien ein bisschen lauter, aber eigentlich ist es so, dass das ungefähr so halbe von der Zustimmung ist. Jetzt gibt es leider eine Rausstellung bei Spandau. Dedovic ist raus. Damit die Spanier mit der Überzahl erneut die Chance, jetzt vielleicht was Zählbares zu machen. Bisher spielt Spandau eine sehr gute Unterzahl. Markieren jetzt ihren zweiten Treffer. Ja, da hat sich Baxo auf seine Verteidiger verlassen, dass sie den Block. Die Spanier sind insgesamt eine sehr junge Mannschaft. Der älteste ist der bereits oft erwähnte Ivan Gallego, Jahrgang 94. Ansonsten haben sie 92 ist noch der Torwart, der ist noch älter, aber ansonsten haben sie eine Mannschaft, die alle so unter 30, weit unter 30 sind. 23, 24, 25, also eine Mannschaft mit Zukunft. Sie haben nur einen Holländer in ihrem Team, das ist Jörn Müller mit der Nummer 8. Ansonsten haben sie keine Ausländer in der Mannschaft. Aber um deinen politischen Diskurs kurz noch zu Ende zu führen, das heißt aber, dass die Vertreter von Sabadell nicht dafür sind. Nein, sie waren, glaube ich, es waren zwei heute zum Dinner da oder zum Lunch da. Und ich glaube, der eine war so und der andere war so. Ach so. Und der war so. Der war so jetzt, Matteo Tschuk macht den so, ja. Der war drin. Ja, wobei der Co-Trainer, der heute mit zum Essen war, muss man fairerweise sagen, ist in Madrid geboren. Dementsprechend war klar, welche Positionen er da hat. Matteo Tschuk, der Spieler mit der Kappe Nummer 4, mit seinem dritten Tor. Und Sabadell würde dann mit in der deutschen Bundesliga spielen oder wie würden die das denn machen? Ich habe keine Ahnung, wie die das lösen. Also, ich glaube ja auch nicht, dass es so heiß gegessen wird. Also ich glaube, die Katalanen wollen einfach ein wenig mehr Freiraum und politische Selbstbestimmung und werden dann Teil von Spanien bleiben. Also ist meine politische Prognose. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Remy Sauterier lässt dann nicht ausführen, den Spanier. Der Spanier wollte einen Schuss machen und lässt ihn nicht ausführen. Und damit haben die Spanier wieder Überzahl. Gut, damit hat sich das Glück vom ersten Tor von Spandau ausgeglichen. Der prallt genauso jetzt vor den Spanier, dass der den nur noch einlegen muss, wie man jetzt da wunderbar sieht. Ja, aber die Verteidiger stehen auch alle zwei Meter weg, also da hätte man auch zurückspringen können. Herr Spanner darf jetzt nicht nachlassen. Also vier Tore kann man in zweieinhalb Vierteln, die noch zu, oder anderthalb Vierteln, die noch zu spielen sind, nach zweieinhalb Vierteln, kann man in anderthalb Vierteln kann man das aufholen, wenn man jetzt da einen Gang zurückgeht. Spandau darf nicht nachlassen, sondern Spandau muss jetzt weitermachen und muss nach jedem Tor, was die Spanier schießen, eigentlich selber eins nachlegen, um zu zeigen, ich bin hier Herr im Haus. Noch 10 Sekunden Angriffszeit.
Das gibt eine Überzahl. Matteo Tschuk da sehr schön. Und der Spanier nimmt den Ball weg jetzt. Das geht eigentlich gar nicht. Er darf nicht den Ball weglegen, sondern es ist eigentlich sogar eine Rausstellung für ihn auch nochmal, weil er den Ball weglegt. Aber die Schiedsrichter nehmen es da nicht ganz so genau. Und Spandau jetzt mit der Überzahlchance. Wundervoll herausgespielt. Ja, das ist das, was Tiberio Negreans Stärke ausmacht. Direkter Schuss, er steht sehr hoch. Es ist so, dass man die Badehose eigentlich beim Aufziehen fast immer sehen kann und steht sehr hoch und er bleibt auch so hoch bei dem Schuss. Und das ist dann für einen Torwart sehr schwer. Überzahlspiel erfolgreich bei den Wasserfreunden Spandau 04. Abgeschlossen durch die Nummer 5, durch Tiberio Negrean, die Nummer 5. Tor Wasserfreunden Spandau 04. Score bei Brücke Nummer 5, Tiberio Negrean. Score is Wasserfreunden Spandau 04, 8, Club Natasio Sabatel 3. Nächste Überzahlsituation. Sein zweiter persönlicher Fehler, ins Grün zu gehen. Player Number 3, Wasserfreunde Spanner 04, Lukas Ihlen. The player with the Number 3 is a second personal foul. Und Tor für Club Natasio. Diese Überzahlsituation findet am Ende den Weg ins Tor. 8:4, 4 Tore vor. Aber sie werden treffsicherer. Ja, die Spanier werden besser und sie kriegen natürlich auch Selbstvertrauen jetzt, wenn diese Überzahlschüsse laufen. Das muss man ja auch sagen. Überzahl spielen sie bisher gut. Spandau hat einige Chancen in der Überzahl ausgelassen. Positives Beispiel war die letzte Überzahl jetzt von Tiberio Negrean. Aber ansonsten haben sie einige Chancen ausgelassen und hätten bei weitem mehr Tore machen können, wenn sie konsequenter die Überzahl spielen. Ja, Markus Stamm mit einem schönen Weitschuss, aber der Torwart, der Spanier, José Motos, ist da dran. Fischt ihn noch raus. Fischt ihn raus und dann gibt es entsprechend eine Ecke. Und neue Angriffszeit für Spandau. So. Jetzt Spandau Überzahl. Da lässt der Spanier mit der Nummer 4, aber ehrlich gesagt, den Schiedsrichter noch keine Chance. Die müssen rausschmeißen, weil der steigt da so radikal ein. Sehr schön. Schöner Pass in die Mitte. Ja, schöner Pass von dem kleinen, jungen Dennis Strelecki, 19 Jahre, dass er sich den traut zu spielen. Auf Remy Saudadier, Nummer 2 auf der Grundlinie. Der steht sehr hoch raus und kann den unterm Torwartarm durchlegen. Sehr schön. Ja, eine Sekunde vor Schluss nimmt er den direkten Schuss. Darf er, wenn er außerhalb des 5-Meter-Raums ist. Das sind diese gelben Hütchen da an der Seite. Wenn ein Freiwurf außerhalb des Bereiches ist, darf ein direkter Freiwurf geschossen werden. Innerhalb muss abgespielt werden. Jetzt hat Spandau fast die volle Angriffszeit. Nein, nicht ganz. Noch 10 Sekunden. So, schon mal auf dem Weg des Rückzugs. Ist jetzt aber auch bitter nötig. Ball geht gegen die Latte, damit sind wir sicher, dass es bei 9:5 bleibt. Wir machen eine kurze Pause und gehen dann in das letzte Viertel dieser Champions League-Partie.
Und wir sind zurück zum letzten Spielabschnitt. 8 Minuten trennen die Wasserfreunde aus Spandau, die gerade das Anschwimmen gewonnen haben vom ersten Erfolg dieser Champions League-Spielzeit. Die Führung sind 4 Tore, das sollte vermeintlich reichen. Allerdings gesehen hat man im Sport eigentlich auch schon fast alles. Deswegen ist natürlich Vorsicht geboten. Ja, bei 30 Sekunden Angriffszeit hat in jeder Minute jedes Team rein rechnerisch ein Angriff und bei 8 Minuten kann man also 8 Tore schießen. Müsste allerdings jeder Angriff ein Tor sein. Daran sieht man aber, dass 4 Minuten... Oder wollte er aber den Freiwurf nicht geben. Dass 4 Tore noch lange nicht die Miete ist. Also man muss konzentriert weiterspielen und am besten jetzt noch einen nachlegen. 5 Tore wären dann schon schwieriger. Und jede Sekunde, die runterrinnt, ist natürlich dann für Spandau mehr Erfolgsgarant. Nicht unwichtig, den Ball zu holen. Ja, Laci Baxer hält den und dann jetzt der Abpraller geht zu Spandau, das ist sehr wichtig. Und jetzt wäre es eigentlich gut, dann, wie eben schon mal erwähnt, einen nachlegen zu können. Entscheidet der französische Schiedsrichter hier auf dieser Seite, dass Markus Stamm den Ball noch mal zur Seite legt, obwohl er schon faul für die Spanier gepfiffen hatte. Man darf den Ball danach nicht mehr in der Position verändern und deswegen muss er raus. Und damit sind die Spanier jetzt noch mal wieder in der Überzahl. Da hat Baxer Glück im Tor, der prallt von der Unterkante aufs Wasser. Ja, das war genau das Gleiche. Der Spanier schmeißt den Ball weg. Sehr schön gespielt. Schade. Schade. Sehr schöner Pass auf Nikola Dedovic da. Der hat eigentlich alle Zeit der Welt und will den Torwart überloppen. Aber da ist der Torwart mit den Fingerspitzen dann noch dran. Das wäre das geforderte 10:5 gewesen. Und damit, denke ich, wäre der Sack einigermaßen zu gewesen. 6 Minuten vor Spielende. Aber Spandau hat immerhin den Ball. Konterfoul gegen Matteo Tschuk entscheidet der Franzose. Und damit die Spanier wieder. Ja, Leute, jetzt hier nicht so leichtsinnig. Goal for Club Natació Sabadell scored by player number 3, Oscar Carillo. 9:6 und nur 3 Tore in 5 Minuten, das ist nicht so viel. Und damit noch 3 Minuten, 3 Tore. Fazit ist schon mal, Spandau spielt souverän. Das macht Dennis Strelecki wunderbar jetzt und holt auch noch die Rausstellung. Klasse. Fängt den Ball ab. Das ist die Aggressivität, die man dann braucht. Oder ja. Die Einzelaktion. Ja, da macht er toll. Er fängt den Ball ab und holt dann noch die Rausstellung. Jetzt ist Spandau der Überzahl. Er ist selber alleine, kann aufs Tor gehen und steht da in der Mitte vom Tor und kann den einschießen und den macht er. Immer wenn Hagen das sagt, dann macht er das dann auch. Aber den hat er sich ja selber quasi vorgelegt. 10:6 somit und das sollte doch die Vorentscheidung gewesen sein. Ja, dreimal Strelecki toll, muss man sagen. Ball abgefangen, Rausstellung geholt, weil man nach vorne schwimmen wollte. Dann ist man selber der Überzahlspieler und zieht ein paar Mal auf und eiskalt versenkt. Dreimal gut für den jungen Burschen, muss man jetzt ehrlich sagen. Macht bisher ein sehr gutes Spiel. Und schafft es auch international, sich dem Niveau anzupassen. Als junger Bursche, das muss man sagen. Ja?
einer der wenigen großen Talente in Deutschland. Oder ein Nest der wenigen. Ja, das war vielleicht sogar das entscheidende Tor von Strzelecki, weil 4 Tore jetzt in 2 Minuten 30. Sehr schönes Center-Tor. Postwendende Antwort. Ja. Macht das sehr schön. Zirkelt den da um den Verteidiger rum. zu 7, 2 Minuten und 29 noch zu spielen. Schade, das macht er gut, aber er ist zu weit weg. Das ist sehr schwer, von 5 Meter da aus dem schnellen Drehen dann einen Torschuss zu machen und einen erfolgreichen Torschuss. Sabadell spielt jetzt natürlich auch entsprechend gegen die Uhr. Der war Außennetz. Jetzt beruhigen Sie das Spiel. Man muss jetzt auch nicht noch mal einen Konter setzen, sondern man kann die Zeit runterspielen. 1:30, ganze Angriffszeit ausspielen, noch 10 Sekunden und dann am Ende vielleicht einen Schuss setzen. Der französische Schiedsrichter hat sich die Rausstellung so lange aufgehoben, bis sein Landsmann Rémi Saudadier da vorne im Center ist, und dann hat er sie jetzt gegeben. Vorher hätte er schon 2 oder 3 Mal geben können, aber er wollte wahrscheinlich Rémi Saudadier dann die Möglichkeit geben. Ist nicht drin. Rutscht nicht durch. Nee, schade. Ich dachte auch, er rutscht unterm Arm durch. Ja, das war heute 1 Minute 3 Tore, das ist es dann halt auch nicht mehr, ja, was zu holen. Ja, das wird nicht mehr gehen, und es war heute nicht alles Gold, was glänzt. Und man muss aber sagen, 6:1 am Anfang, der Lauf war sehr souverän und war sehr gut. Da hat Spandau den Grundstein gelegt heute für diesen Sieg. Dann noch eine abschließende Frage. Wenn man jetzt davon ausgehen sollte, dass Sabadell als Neuling in dieser Champions League-Saison bzw. als Neuling in der Champions League am Anfang ein Stück weit Lehrgeld bezahlt, was sind dann heute so Szenen, wo sie das getan haben? Ja, ich glaube, sie haben vor allen Dingen Lehrgeld bezahlt in den ersten 2 Vierteln im Angriff, weil sie waren völlig abgemeldet. Spandau hat sehr gut die Kombination zwischen Press und Zone gespielt und hat damit den Spaniern den Zahn gezogen und hat damit die Grundlage für den heutigen Sieg geschaffen. Also sie waren sehr harmlos im Angriff, sind jetzt am Ende ein bisschen besser geworden, aber auch nur, weil Spandau nachgelassen hat. Also ich glaube, die junge Mannschaft hat nicht das Zeug. Für mich spielen die, ohne jetzt da Prophet spielen zu wollen, mit den Holländern um die letzten beiden Plätze in der Gruppe. Und deine Bilanz gegen den spanischen Trainer bleibt auch entsprechend erfolgreich. Ja, bleibt gut. Ja, ja, das ist, wobei ich ja nicht auf der Spandauer Trainerbank sitze. Und das ist ein netter Kerl. War im Wasser eine recht kräftige Kante, aber immer ein fairer Spieler. Und man muss eins natürlich neidvoll sagen, ich als Bronzemedaillengewinner 84 bei Olympia, er hat 96 Gold gewonnen, also das wird ihm keiner mehr nehmen können, Olympiasieger zu sein. Gut, du kannst aber auch noch olympisches Gold gewinnen. Naja, das wäre ein bisschen vermessen wahrscheinlich. Deutschland ist momentan eher froh, wenn wir überhaupt darum spielen, dass wir bei Olympia teilnehmen können. Das ist momentan unsere Zielrichtung. Das ist schwer genug bei nur 12 Teilnahmeplätzen. Jetzt fliegt die Berionege ja noch raus und die Spanier haben noch mal eine Überzahlmöglichkeit.
Spanier haben aktuell die bessere Situation im internationalen Wasserball. Sie sind vorne unter den Top 8 und Deutschland möchte da erst wieder hin. 10 zu 8, Überzahlsituation wieder einmal genutzt. Gonzalo Lopez. Ja, die Rausstellung in der zweiten Reihe war dann unnötig. Da waren ein bisschen Nicklichkeiten. Und dann muss man sich bei dem Spielstand eigentlich immer nach dem Motto lieber die Wange hinhalten und das Spiel gewinnen, muss man locker bleiben. Zum Ende hin hat Spandau schon in der ersten Halbzeit bewiesen, dass auch Treffer fallen können. Ja, da war auch Tiberio Negrean jetzt schon ein bisschen sauer. Er hat die Rausstellung hinten gekriegt, hat viel geackert. Und dann dachte er sich jetzt, na okay, den nehmen wir uns nochmal den Weitschuss. Und dann jetzt 3 Tore ist, denke ich, standesgemäß sehr erfolgreich. Und ich freue mich, dass damit die Punkte eingefahren ist und Spandau weiter am Rennen ist für die Aufgaben in der Champions League, die jetzt kommen. 8 steht es am Ende. Der erste Sieg ist eingefahren und das sicherlich aufgrund einer souveränen ersten Hälfte. Ich bedanke mich bei Hagen für die entsprechenden Worte und die Einschätzung. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und sage damit guten Abend und noch viel Spaß im weiteren Programm von TV Berlin. Auf Wiedersehen.